Sie üben einfach eine große Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Roboter. 200 Tiroler Schülerinnen und Schüler tüfteln heuer zum Thema Robotik und Weltraum im Rahmen des weltgrößten Robotik- und Forschungswettbewerbs für Jugendliche. Bei der Regionalausscheidung in Innsbruck haben die Teams Erstaunliches präsentiert. Seit Monaten ist in Tirols Schulen kein Stein auf dem anderen geblieben. 14 Teams mit Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren sind zusammen mit einer Lehrperson angetreten. Bei der Lego League zählt jeder Kopf. Die Mission in diesem Jahr: der Weltraum. Die Teams haben sich vorbereitet, sie haben programmiert und getestet. Ihr Weltraumwissen müssen die Teilnehmer möglichst originell präsentieren. So werden etwa die Reisetücken auf dem Weg zum Mars beschrieben. Hier ist der Space Communicator, Tag 220 der Mars-Mission. Oder die heilsame Wirkung von Pollen bei Knochenschwund. Das Leben im All ist alles andere als gesund. Der Höhepunkt sind dann die Robotic Games. Es geht um 15 Stationen, die die Schüler mit ihren Robotern autonom lösen müssen. Zum Beispiel die Raumfahrt. Es gilt, Fahrzeuge wie dieses nach oben zu heben und es soll dann von alleine runterfahren. Bei dieser Station sind verschiedene Teile auf dieser Kreuzachse drauf und die gilt es runterzuschieben. Und die letzte Station ist dieser Länder. Durch Betätigen des orangen Balkens fliegt der Länder raus und man muss ihn in dieses Zielgebiet bringen. Was wie Spielerei aussieht, ist für die Teilnehmer eine hochkomplexe Aufgabe. Die Mission der Jungforscher erfordert mathematische und technische Präzision. Unter Zeitdruck muss vor der Jury jeder Handgriff sitzen. Erfolg und Misserfolg liegen nah beieinander. Die Regoliten, wo wir dreimal probiert haben, das ist halt schon ein bisschen schwer, weil du musst halt genau schauen, ob es auf der Linie ist, der Reifen, und du musst auch schauen, dass halt eine geht und dass man das Weiße, wenn man das Weiße holt, dann kriegt man mehr Punkte, aber wir haben es leider nicht geschafft. Ja, aber toll dabei zu sein, oder? Ja. Immerhin zählt nicht nur technisches Know-how, der Wettbewerb soll auch anderes vermitteln. Für die Schüler auf jeden Fall der Teamgeist eben, dass sie mal lernen, als Team aufzutreten. Dass der Einzelne nicht wirklich was zählt, sondern nur das Team zählt eben. Das müssen sie erst lernen oder lernen sie gerade jetzt. Am besten heute bei dem Wettkampf eben. Und einfach die Begeisterung, die man halt sieht nachher, wenn halt manche Stationen funktionieren, die ja vorher nicht funktioniert haben. Oder wo es Punkte gibt, wo man gemeint hat, das wird schwierig zu erreichen. Im Finale geht es aber doch auch ums Gewinnen. Das Team der neuen Mittelschule Söllsche V freut sich über das Ticket zum Bundeswettbewerb. Mit der höchsten Punktezahl, die es heuer laut dem Veranstalter BFI Tirol bislang in Zentraleuropa gegeben hat.